Hey Leute, hier spricht Sugita und ich begrüße euch zum neuen Let's Play Part von Dofus. Und zwar, um uns direkt in die Handgreiflichkeiten des Halsabschneiders Wehl mit der Verkäuferin Mödeltrakt, auch genannt Trödelmarkt, einzumischen, erkläre ich euch nun kurz in einem Crashkurs die Verkaufsstände bei Dofus. Und zwar das hier, das hier, das hier, das hier ist ein Verkaufsstand. Und das hier, wie ihr seht, ist der Ressourcenhändler von Astrup. Von diesen Verkaufsständen gibt es noch viel mehr auf der Landkarte. Und zwar sind die in den Städten immer mit, sind die immer blau hinterlegt. Grün sind immer die Werkstätten, blau sind die Verkaufsstände. So, was ist ein Verkaufsstand? In einem Verkaufsstand kann man, wie der Sa Name schon sagt, Sachen verkaufen. Ja, ihr könnt aber auch Sachen einkaufen. Und zwar, die Sachen, die ihr nämlich in den Verkaufsstand reinstellt, bei Ressourcen könnt ihr jetzt halt nur Ressourcen verkaufen, weil sonst wird es ja auch keine Unterteilung geben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Ei verkaufen will, dann gibt mir dafür keiner was, weil es bestimmt schon schlecht ist, bevor sie es gekauft haben. Nein, hier werdet ihr sehen, wenn ich auf das Ei klicke, erscheint ein Durchschnittspreis. Das ist dann der Durchschnittspreis, für den allgemein dieses Ei etwa gekauft wird. Das heißt, im Durchschnitt bezahlen die Leute 39 Karmas für ein Ei. Für ein Tofu-Ei. Dann gibt es aber noch eine Verkaufsgebühr. Das heißt, wenn ich jetzt 39 Karmas verlange, müsste ich 2 Karmas dafür bezahlen, um das Tofu-Ei in den Verkaufsstand zu stellen. Also ich mache das jetzt mal. Ich verkaufe es mal für 38 Karmas, damit ich einen Karma unter dem Durchschnittspreis bin. Hab jetzt 2 Karmas dafür bezahlen müssen, aber wenn es verkauft wird, kriege ich 38 Karmas dafür, was ja ein bisschen mehr ist als 2 Karmas. Auf jeden Fall lohnt es sich. Dann kann man hier auf Kaufmodus drücken und siehe da, ich suche jetzt mal nach Tofu. Tofu. Ei. Dann gehe ich auf Tofu-Ei. Und dann könnte ich hier mein Tofu-Ei für 38 Karmas kaufen. So, da ich weiß, dass es jetzt meins ist, beziehungsweise ich hoffe, dass es meins ist, kaufe ich es einfach mal. Und nun seht ihr hier, Bankgutschrift plus 38 Karmas, Verkauf von einem Tofu-Ei. Und hier, ich habe ein Tofu-Ei gekauft und dafür 38 Karmas bezahlt. Das heißt, ich habe jetzt mein eigenes Tofu-Ei gekauft und habe dafür 38 Karmas zugeschrieben. Aber wo sind jetzt die Karmas? Ja, das werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar sind die Karmas hier, in diesem goldenen, fetten, kleinen Klotz. Und zwar ist dieser goldene, fette, kleine Klotz, ja, die Bank von Dofus. Und hier, siehe da, hier sind unsere 38 Karmas, die wir einfach abbuchen können, indem wir hier da drauf klicken. Um wieder zu der Quest mit dem Trödelmarkt Fritzen, mit der Trödelmarkt Fritzin zurückzukehren, gehen wir wieder zum Ressourcenhändler und suchen nach einem Wulli Wustruppi, nach einer Wulli Wustruppi Haut. Und die Suche ist nicht möglich. Das heißt, es gibt zurzeit keine Wulli Wustruppi Haut. Ja, gib mir einen Moment zum Trauern. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber wie es scheint, bin ich wohl genau zu dem falschen Zeitpunkt hier angekommen. Man kann jetzt kein Wulli Wustruppi, keine Wulli Wustruppi Haut durch den Ressourcenhändler kaufen, weil kein Arsch den gerade am Verkaufen ist. Ja, Aber da ich noch selber mit anderen Charakteren Dofus spiele, werde ich jetzt schauen, ob ich irgendwie noch auf der Bank von was weiß ich wann für Inkarnam-Zeiten irgendwie eine Wulli-Wustruppi-Haut da liegen hab. Denn ich möchte eigentlich auf jeden Fall das Set vollenden, damit ich endlich unser erstes volles Set nach dem scheiß Abenteurer, nach diesem scheiß, wie heißt es nochmal, Anfängerset habe. Und ja, deswegen entschuldige ich mich gerade mal. So, da bin ich wieder und auf wundersame Weise habe ich nun die Wulli-Wustruppi-Haut, die 10 Eschenhölzer, den Gründling,
Die 5 Flachsblüten habe ich selber gefarmt und die 10 Weizen ebenfalls. Normalerweise hätte ich jetzt noch in dem Holzfäller-Verkaufsraum und im Fischer-Verkaufsraum nachgeschaut. Jedoch hatte ich mit meinem richtigen Charakter, also mit Tsukita, so wie ich mich hier auch nenne, die ganzen Items noch auf meiner Bank rumliegen und da dachte ich mir, cheate ich mal ein bisschen rum. Hol die Sachen einfach von meiner Bank, gebe sie meinen Let's Play-Halsabschneider und ja, das war jetzt ein bisschen unmoralisch, aber naja, ich werde jetzt mit dieser, auch wenn es nicht die Gottheit von meinem Halsabschneider ist, ich bin ein Atheist, ich glaube nicht an meinen Gott. Ich glaube an keinen Gott. Mein Halsabschneider glaubt an keinen Gott. Ich werde jetzt nach Inkarnam reisen. Mit dem Sadida-Gott. Nicht mit meinem Halsabschneider-Gott und trotzdem komme ich beim Halsabschneider-Start. Punkt. An. Aber was soll's. Ich werde jetzt zum Trödelmarkt-Viech laufen. Und dem Viech die Sachen andrehen und wenn die mir dann nicht das Amulett des Boonsets gibt, dann bin ich echt ernsthaft beleidigt. Weil ich habe ja jetzt so viel dafür geackert, ich habe so viel getan, ich habe einmal auf Bank geklickt und habe alle Sachen heruntergenommen. Und das war so anstrengend und daher sollte mir sie jetzt die Sachen geben. Beziehungsweise die Sache. Und ich muss ihr dafür so viele Sachen geben. Was ich auch ein bisschen unfair finde. Aber naja. Ich krieg dafür ja noch 1500 EP, was auch ein ziemlicher Batzen für dieses Level hier eigentlich noch ist. Daher ist das ganz okay. Nee, es ist echt okay. Das muss man ehrlich zugeben. So. So, Trödelmarkt, dann sag mal, was du hier dazu sagst. Ja, wie jetzt? Kriege ich jetzt nicht das Ding? Also, warte mal. Ich rede mal mit ihr, vielleicht sagt sie. Annehmen. Ha! Ich musste gar nicht tauschen. Das hat schon gereicht. Ich glaube, ich habe das Amulett jetzt. Ja, ich habe das Amulett. Ich habe auch XP bekommen. Joa. Jetzt ziehe ich das an. Und habe jetzt den fetten Bonus vom Boonset. Yeah. Seht ihr? Komplettes Set. In jedem Element plus Lebenspunkte. Plus 25. Wodurch ich jetzt insgesamt schon 80 Intelligenz besitze. Wie sieht es mit meinen Zaubersprüchen aus? Kann ich da schon wieder irgendwas leveln? Noch ein Level, dann kann ich die Explobombe auf Level 5 bringen. So. Ich renne jetzt wieder zum Heißluftballon und lass mich runter fliegen nach Astrup und bis dahin pausiere ich jetzt erstmal. So, da wären wir wieder in Astrup angekommen. Und ja, ich habe ja eben von dem werten tapferen Halsabschneiderlein eine Quest bekommen und da wir jetzt endlich ein würdiges, beziehungsweise ein Set zusammen haben. Ich wollte da jetzt keinen Wort mehr hinzufügen, denn gut ist das Set jetzt auch nicht. Aber naja, wenigstens haben wir jetzt ein Set und vorher wollte ich mich jetzt nicht hier in Astro blicken lassen, denn sonst wird man hier noch diskriminiert hinterher. Ja, ich bin irgendwie in das falsche Haus hineingegangen. Anscheinend. Ja, hier ist noch ein Haus, wo ich rein kann, weil ich muss mit irgendeinem Doktor sprechen. Doktor ING Gelig. Den Gelig. Ja, ich erkläre den Grund meines Besuchs. Was auch immer, diesen Scheißroman nehme ich jetzt einfach mal an, weil ich habe jetzt keinen Bock, den zu lesen. Und schaue, was ich jetzt... Okay, ich darf schön mit irgendwelchen Leuten sprechen. Aber hier, wie ihr seht, 3000 XP. Das ist schon ein richtiger Batzen. Dafür würde ich ja mit diesen Leuten hier sprechen. Gut, ich porte mich mal ein bisschen hin und her. Oh mein Gott, wo bin ich hier hingekommen? Wie bin ich hier hingekommen? Wer bin ich überhaupt? Und wer ist das? Agidrik Magenspalter. Auf jeden Fall müssen wir ihn
mit ihm sprechen. Und er gibt uns eine neue Queste. Okay. Er hat uns eine neue Queste gegeben und ich habe die Queste aktualisiert. Okay, ich muss ihm ein Astro-Bier bringen. Ja, die Quest kann ich auch direkt beenden. Weil man kann ja ein Astro-Bier kaufen, soweit ich weiß. Für 4 Kamas. Ja, die 4 Kamas werde ich für die 1000 XP, die ich von ihm erhalte, auf jeden Fall. Okay, ich muss noch was machen. Schlürf. Das Bier von Astro ist wirklich mein Lieblingsbier. Der leichte, bittere Geschmack, der unzähmbare Schaum. Schlürf. Ah, ich kann bereits sehen, dass du unter einem guten Stern geboren wurdest. Schau mal, da hinten rechts kann man ihn am Himmel erblicken. Zufällig in eine Richtung deuten. Nein, nicht dieser dort. Das andere links. Der Stern, auf den du gerade deutest, heißt Tant. Er ist in der Leitstern der Reisenden und schützt vor Regen. Ja, ich will mehr darüber erfahren. Im Weiteren zuführen. Ja, ich will auf jeden Fall annehmen, egal was du mir aufgibst. Hauptsache, ich habe eine Quest. Okay. Ich soll ihm ein Buch bringen. Die Zeit der Drachen. Wiedergefundene Fragmente 2. Ja, keine Ahnung, wo ich die herbekomme. Also mache ich mit der Quest hier weiter. So, ich port mich jetzt mal zu Igor Ant. Wie bin ich jetzt schon wieder hier hingekommen und wo bin ich eigentlich? Naja, hier bin ich. Okay. Ich muss auf jeden Fall mit dem Söldnerchef hier reden. Wenn ich noch einmal einen erwische, der mit Tofu-Fälschungen durch die Gegend marschiert, dann gibt es Ärger. Ich habe doch keine Tofu-Fälschung, oder? Ich erkläre mal die Gründe meines Besuchs. So, die Mission nehme ich an. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber ich nehme es an. Und werde die Quest hier mit Degui Ketriz. Okay, ich kann es nicht aussprechen. Degui Ketiristu. Degui Ketiristu. Fortsetzen. Oh, mein Portsystem hatte gerade irgendwie ein Lag. Nee, ich bin einfach stehen geblieben, weil ich hier gemerkt habe, hier sind 2 Quests, die ich annehmen kann. Okay, das ist ein Freak, das will ich vorlesen. Oh, eine Iriaxis rigida acriminosa, haha, und welch ein schönes Exemplar. Wenn ihr ihr auch nur 5 Minuten zuhört, so werdet ihr den ganzen Tag schlechter Laune sein. Hehe, ich will aber nicht mit deiner scheiß Pflanze reden. Aber ich habe gar nicht auf die Uhrzeit geachtet. Ich muss mich noch um Audrey kümmern, eine extrem seltene Bacchamaria acerba. Könntet ihr mir nicht ein wenig zur Hand gehen und sie für mich gießen? Natürlich kann ich deine scheiß Pflanze gießen. Du hast ja hier mit deiner Pflanze so ein tolles Gespräch. Hier ist meine Adresse im Südteil der Stadt. Ihr könnt das Haus nicht verfehlen, denn drumherum wächst üppiges Grün. Im Osten des Hauses befindet sich ein kleiner Brunnen, falls ihr nicht wisst, wo ihr Wasser finden könnt. Okay. Außerdem habe ich hier noch die Stinky aus Marzahn Quest anscheinend. Oder muss ich so mit der sprechen? Auf jeden Fall ist es irgendwie eine Quest, die ich aktualisieren kann. Und ja, ich rede einfach mal mit der, ne? Auf jeden Fall stellt er sich anscheinend böse an, denn ich soll ihm einen handfesten Versuch unternehmen, ihm gute Manieren beizubringen. Was geht mit dir ab? Wenn du nicht sofort einen anderen Ton anschlägst, hast du gleich keine Szene mehr. Okay, ich werde ihm Lektionen in Höflichkeit verabreichen. Oh scheiße, der will gegen mich kämpfen. Okay, dann sehen wir mal. Er hat 185 Leben, das heißt, das sieht schon nach einer harten Nuss aus. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich ein bisschen schnell besiege, denn die Zeit drängt. Jo. Und wie es aussieht, macht er mich sowieso fertig. Weil irgendwie haut er schon ziemlich krassen Damage. Ich werde es einfach so probieren und ihn mit meinen Bomben einzeln besiegen, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Weil, schaut mal, der heilt sich. Hat noch irgend so ein komisches Double. Ein Kumpel hat er gerufen. Na toll. Was ist das denn? Wie soll ich denn das schaffen? Na, ich habe keine Ahnung. Na toll. Ja, nee. Gegen den habe ich keine Chance. Ich werde das eh verlieren und daher beende ich diesen Part jetzt mit diesem
Kampf gegen Stinky aus Marzahn. Vielleicht werde ich ihn irgendwann mal besiegen, aber jetzt noch nicht. Denn dafür bin ich noch viel zu Boon mit meinem Boon-Set. Naja, haut rein, wir sehen uns beim nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.